Hallo und willkommen bei uns, den Dysons. Hallo. Wir sind fünf Schweizer Nerds, die zusammen mit Dystopien, Dieselmotoren und der deutschen Sprache kämpfen. Mein Name ist Julian, ich bin geehrt hier zu sitzen, am Tisch mit Nikolas, Jasmin, hallo, Mira und Kevin. Hallo. Unser Partner dieser Folge ist wieder mal SwissRPG. Das ist die Schweizer Community für alles rund um Tabletop Roleplaying Games. Gut, dann tauchen wir doch gleich wieder ein in diese dystopische Postapokalypse. In den letzten zwei Sessions hatten wir eine Rallye. Nach dieser hat sich die Gruppe gefunden, zusammengeschlossen, ausgehend eigentlich von Caitlin, die da das Ganze koordiniert hat. Die Charaktere haben sich besser kennengelernt und schmieden auch untereinander verschiedene Pakte. Vor allem jemand. Darauf beginnt die zweite Challenge. Auf einem verlassenen und überwucherten Flughafenareal, müssen die Charaktere in ihrer Vierergruppe eines von drei Lichtern anzünden gehen. In einem Flugzeughangar findet die Gruppe einen mysteriösen Brief mit dem Bild einer Eule drauf. Und einen kleinen metallenen Zylinder mit rotem Knopf, ein GPS-Gerät. Drücke die Knöpfe. Der Brief warnt die Gruppe vor den Muertos und sagt, die Gruppe soll bei der nächsten Challenge den roten Knopf drücken. Zusätzlich findet die Gruppe in diesem Hangar Hinweise, die sie zum Funkturm lotsen, wo anscheinend eins der drei Lichter sein soll. Im Funkturm werden sie sogleich von einem mutierten Monster angegriffen. Ein echsenartiges Wesen mit zu vielen Beinen, zu vielen Köpfen und zu vielen Schwänzen rennt auf euch zu und lässt einen Schrei. Und wir rollen Initiative! Und ich hole die Battle Map zuerst. Dann benutzt die arkane Macht. Okay, das ist die Map. Ich bitte euch alle, Initiative zu rollen. Die Reihenfolge habe ich mir letztes Mal aufgeschrieben. Wyatt ist als erster in den Raum gelaufen, gefolgt von Hernando. Ihr habt euch hier schon ein bisschen verteilt. Dann Zanna und Caitlin kommt gerade die Treppe hoch. Gut, das Monster kommt von dieser Seite. Einmal bitte Initiative für alle. Okay, von oben. Wir gehen wieder von oben. 12. Zwei Würfel, oder? Ja, zwei Würfel und zusammenrechnen. 12, 11, 10, 9, 8. Oh mein Gott. 7. Okay, wir haben 2 7. Würfelt das bitte noch aus, wer von euch zuerst kommt. Oder mit 2. Ach, mit 2. 9. Oh, das 10. Ist 10. Okay, also zuerst Hernando. Dann Sanna, dann hat mir eine 5 und 6. Eine 6 noch. Wyatt und Caitlin. Auf der 5. Okay. Oh mein Gott, was mache ich denn? Das Monster. Ah, ich muss nochmal erklären. Hier. Es hat spärlich Mondlicht, das reinfällt. Und an gewissen Orten hat es auch kleine Lampen, so Notausgang, Lichter.
Das Monster hat eine Surprise Round und rennt auf Wyatt zu. Oh no! Siehst du, das Monster aufs zu rennt. Es scheint echsenartig zu sein. Es hat grüne Schuppen und eben mehrere Arme, viel zu viele Arme. Jerky! Es benutzt seine Gratis-Aktion, um zu evaden, und eine Aktion, um zu moven, und eine Aktion, um dich anzugreifen. Trifft. Es kommt auf dich zu, beißt dir ins Bein, du nimmst einen Schaden. Oh, fein. Okay. Mein Bein. Genau. Mein Bein. Nochmal, um das vielleicht noch erwähnt zu haben. Als ihr zuerst reingekommen seid, habt ihr keine Geräusche gehört. Dann hat Hernando angefangen zu sprechen und sogleich ist dann das Monster auf euch losgerannt. Gut. Next up, dann Top of the Initiative, Hernando. Ich würde... Geh mal zur Seite! Das ist eine Falle! Ich schubst dich so auf die Seite, so hinten nach links, hinter die... Ja, genau. Mhm. Und dann... hol ich meine Spitzhacke... Okay. Alles klar. Und zwei Dreien. Das trifft leider nicht. Die Spitzhacke haut auf den steinernen Boden daneben, als die Echse einfach ausweicht. Zana, du bist an der Reihe. Von da, wo ich stehe, sollte ich eigentlich neben Hernando durchschießen können, oder? Ja, sagen wir, es gibt eine Chance, dass du auch Hernando treffen könntest. Do it. Shit happens. Ja, ich glaube, ja klar, ich versuche auf das Vieh zu schießen. Eine 4 und eine 3. Nein, verdammt. Du schießt mit deiner Nagelpistole. Yep. Nice, aber die beiden Nägel flitzen am Monster vorbei, leider daneben. Zum Glück auch an Erland. Willst du noch dich bewegen oder so? Ja. Siehst, hinter uns ist nur die Treppe. Hier hinten ist eine Tür. Ist eine Tür. Hier ist die Treppe, wo ihr hochgekommen seid. Ja, und viel mehr siehst du nicht. Hier auch überwucherte, alte Geräte. Ich möchte mich auf jeden Fall so drehen, dass ich die Tür auch sehen würde. Vielleicht in die andere Richtung? Wie meinst du? Dass ich eigentlich quasi, sehe ich die Tür, wenn ich in Richtung von Caitlin schaue? So. Ja, okay, passt. Okay, so könntest du Caitlin und die Tür sehen. Ja, ja. Okay. Dann ist Wyatt. Okay, das Ding kriecht auf den Boden wie Mulklack, richtig? Ja. Kann ich auf diese Konsole dort klettern? Ja, natürlich. Auf diese hier? Ja. Okay, mach mir einen kleinen Test. Einfach 2d6. 2d6? Ja. Oh je. Fängt ja gut an. Okay, ohne Probleme. Yeah. Kletterst du hoch? Okay, dann schieße ich von oben. Okay, mach einen Angriff. Yeah. Nice. Eine 6? Das trifft, okay. Ja, du triffst das Teil genau im Rücken und es schreit auf. Kling, der zu dir? Schmerzen. Nein. Dann ist Caitlin an der Reihe. Aber er wird bestimmt bald ein Teil von mir. Caitlin wird ihre Handtasche nehmen und dort die Wodkaflasche rausnehmen und sie hinstellen, nachdem sie einen Schluck nimmt. Ja. Und dann wird sie auf das Ding zurennen, um es mit ihrer Handtasche zu hauen. Okay. Muss sie ein bisschen improvisieren wegen der Länge, aber ich denke, du kommst hin mit deinem Movement und hast deine Aktion noch. Einfach für den Flavor. Die Handtasche ist mit Backsteinen gefüllt. Mit einer 5. Ja, das trifft. Das Vieh schreit nochmal auf. Noch ein Kaltblüter. Es kann evaden, es hat ja die Evade-Action. Es schafft es nicht. Okay. Ging dich auch noch? Doch, dort schafft es. Also, deine Kugel trifft leider doch nicht. Machen wir evade richtig? Dabei hast du doch den High Ground. Ja, schwierig. Gut, Caitlin, ist das deine Runde? Ja.
Okay, das Monster ist an der Reihe. Das Monster! Hallo. Schau zu dir hoch. Hey, lass mich in Ruhe. Aber dreht sich dann um, zurück zu Hernando. Und greift dich zweimal an. Ein Treffer und noch ein Treffer. Also, es klettert so halb an dir hoch und beginnt an dir zu beißen. Du nimmst zwei Schaden. Ah, ein Beißer! Zwei Schaden nehmen. Gut, das. Gut, dann sind wir wieder am Anfang der Runde. Hernando, du bist an der Reihe. Ja, ich würde gerne meinen Berserker-Mode benutzen. Mhm. Dafür würfel ich zwar mit Nachteil, aber wenn ich treffe, gibt es 2 Damage. Eine 4. Trifft nicht. Nein. Ah. Das ist noch ein Angriff. Kann ich das nochmal machen? Ja, kannst du. Mach ich das nochmal? Mit 2! Trifft leider auch! Also ihr seht, wie Hernando einfach wild blind drauf loshackt und die Echse leider jedes Mal verfehlt. Jetzt musst du dann noch treffen! Die Papi, ja! Zanna, du bist an der Reihe. Ich kletter auf die Konsole direkt hinter mir. Mhm. Mach auch einen Test. Body Slam! Mit 2D6. Scheiße! Wenn ich nichts anderes sage, sind es immer 2D6. Ein 1 und eine 2. Das ist leider hier wegen dem Moos einfach zu glitschig. Du kommst diese Runde nicht hoch. No. Aber du kannst noch 20 Fuß moven, wenn du möchtest. Will ich denn? Ja, dann stelle ich mich da so, dass ich genau zwischen Caitlin und Hernando durchschießen konnte. So hier. Zum Glück habe ich mich vorher umgedreht und die Tür anschauen. Hat sich gelohnt. Geht's jetzt ja. Gut. ja, willst du schießen? Ja, okay. Ich möchte schießen. Einmal. Eine 4 und eine 2. Eine 4 und eine 3. Das Viech ist sehr, sehr agil. Ach. Und weicht sowohl der Spitzhacke wie auch der Nailgun die ganze Zeit aus. Verdammt! Wyatt, du bist an der Reihe. Verdammtes Viech! Tanze! Ja, ich schieß darauf. Okay. Zweimal. Yes. Eine 6. Das trifft. Nice. Und? Schuss. Eine 5. Das trifft auch. Okay, 2 Schüsse. Ah, you wait. Ja. Habt der erste Schuss, nein, trifft. Und der zweite trifft nicht. Das sag ich zu Hernando. Machst du eigentlich auch was oder stehst du nur rum und blutest? Was? Nice. Sehr geil. Gut. Also der erste Schuss trifft, den zweiten kann das Viech leider gerade noch ausweichen. Caitlin. Hernando, ich habe eine fantastische Idee. Was soll ich mal treffen? Ich halte das Maul auf und du schmeißt eine Granate rein. Oh, das ist tatsächlich eine fantastische Idee. Okay. Das Maul. Das ist eine Aktion, mach einen Stärke-Check. Okay. Eine 5 und eine 3. Okay, du hältst das mal ab. Hast du noch eine zweite Aktion, die du machen möchtest? Ich würde es einfach meine Aktion halten, um dann das Maul wieder zuzudrücken. Okay, I like it. Gut. Das war Caitlin. Ja, dann sind wir schon wieder beim Monster, was versucht, dich zu beißen, schön, weil du ihm die Fresse aufhältst. Es hat eine sehr lange Zunge, mit der es versucht, deinen Arm zu umgreifen. Wie betrunken bin ich? Schon sehr. Yes. Du hast... Ja. Yes. Antwort? Ja. Ja. Es trifft. Okay, ich kann evaden. Ja, versuch's. Nice. Okay, also die Zunge... schlängelt sich um deinen Arm, aber du kannst ihn rechtzeitig noch wegziehen und dann wieder zurück. Also ich erlaube dir, dass du es immer noch aufhältst. Nein, das macht man jetzt nicht. Sei eine brave Echse. Das macht noch einen zweiten Angriff auf dich. Die Handtasche. Entschuldigung. Ja, trifft wieder. Kannst wieder evaden. Eine 1. Okay, dieses Mal bewegt es sein Gebiss ganz weg und dann versucht es deinen Arm zu beißen, trifft, du nimmst einen Schaden und es hat
dein Arm ist jetzt so im Mund. Kann ich trotzdem so Zack. Nach oben? Ja, du kannst ein bisschen Hebelwirkung machen, damit einander vielleicht was... Ich würde dich nicht beeilen. Okay. Ich probier's. Ich bin nicht dran. Erlando ist dran. Ich bin dran. Okay, mach einen Angriff. Oh nein. Ein 5 und eine 6. Oh, nice. Okay, du steckst gleich ein paar Böller rein. Und okay, ich sage, weil es eine nice Kombi ist, gibt das, macht das gleich 2 Schaden. Das Viech sieht definitiv nicht mehr so gut aus. Es einfach so zu und dann... So. Sehr nice. Du hast noch eine zweite Aktion sogar. Aber nachdem hat es sich geschafft, wieder zu befreien. Ja, also. Dann würde ich noch nachsetzen mit der Spitzhacke. Okay. Ein normaler Angriff. Oh. Nein? 2-1. Okay. Okay. Das trifft leider nicht. Verdammt! Zanna, du bist an der Reihe. Ja, ich versuche nochmal auf das Vieh zu schießen. Ja. Nein, ich treffe nicht. Zweite Attacke? Ja, übrigens, hier kannst du mit 3d6 würfeln, weil das ist deine Waffe, mit der du, die du gemastert hast. Ein bisschen verwehrt. Eine 5 und eine 6? Ja, das trifft doch. Das ist sehr gut. Das ist noch ein Schaden. Ein okay, das Vieh sieht nicht gut aus und ist sehr wütend. Wyatt. Sieht es sehr kaputt aus? Ja. Okay, ich mache einmal Fokus. Okay. Eine Attacke. Okay. Fokus mache ich. Ich nehme einen tiefen Zug von der Zigarre. Und dann. Ich brauche nur eine 3, 4, 5 oder 6. Ich habe eine 6. Nice, okay. Du schießt es noch einmal, du schießt direkt in den Kopf. Aber es geht nochmal, es steht nochmal auf und geht weiter. Ja. Ganz schön hartnäckig. Yes. Caitlin. Ist an der Reihe. Ja, Caitlin jetzt. Wird das einfach treten. Okay, mach einen Unarmed Strike. Alle 5. Oh, es hat noch Evade, das habe ich vergessen, aber es evadet. Oh. Nein, zweite Attacke. Ach, ganz schön hartnäckig. Eine 5. Es evadet. Und schafft es diesmal nicht, wie willst du es tun? Ich trete es wirklich einfach, nachdem es geschossen worden ist und es runter ist, tritt sie ihm noch in den Kopf. Es schreit auf und es klingt etwas so, wie du ihm in den Kopf trittst. Okay. Das war das einfach. Was ist mit meiner Spitzhacke los? So, kein Monster mehr in Sicht. In Sicht. Ihr seid... hier in diesem Raum. Was wollt ihr tun? Gute Arbeit, gute Teamarbeit. Habe ich gesehen, dass jemand Schaden genommen hat? Ich denke, das hättest du gesehen. Fernando wurde gebissen, Caitlin ein bisschen und Wyatt auch. Ja. Mir geht's gut. Hat jemand ein Medipack dabei? Ich kann tatsächlich heilen und ich klebe deine Wunde mit Duct Tape zu. Das sieht mir nicht so. Au. Du heilst um einen Punkt. Nice. Ich gehe meine Wodkaflasche holen. Okay, gut. Also, du gehst wieder darüber. Ich habe diese Schuhe ganz neu. Ich führe ein väterliches Gespräch mit meiner Spitzhacke. Was war das? Du weißt genau, was ich von dir erwarte. Okay. Wir ignorieren das, richtig? Wieso? Es ist doch angebracht. Er hat keinen einzigen Treffer gelandet. Ja, richtig. Nur die Granaten, die haben wieder funktioniert. Ja. Gute alte Granaten. Dann ignoriere ich das. Müssen wir unbedingt reden die ganze Zeit? Sie hat recht. Schweigen ist Gold. Reden ist weniger wertvoll. Das war jetzt eine sehr komplizierte Art, das auszudrücken. Ich bin kein Philosoph, was soll ich sagen? Gold ist sehr unnütz. Jetzt redet ihr alle schon wieder, könnt ihr mal suchen. Gut, wo wollen wir denn hin? Hier hat's eine PC-Konsole. Also, ihr seht, hier drüben ist eine Tür, verschiedene Konsolen. Wyatt, ja, du siehst, hier drüben hat's auch noch eine Tür. Und das ist eine weitere Tür, wie ich gerade gesehen habe. Welche Tür wollen wir zuerst?
Beziehungsweise, wie wollen wir sterben? Ich gehe auf die Tür zu. Auf die da hinten. Okay. Dana, du kennst dich doch aus mit diesen Technik. Ich würde aber erst die Tür untersuchen. Zuerst Tür. Okay. Irgendwas reinchecken. Wo geht die alle hin? Folgen. Okay. Meine 6. Ich stehe neben der Konsole und bin so, was ist mit der Konsole? Hier? Okay, mach auch einen Untersuchungscheck. Was? Eine 6. Können wir nun... eine 6. Die Tür selbst ist aus Metall und scheint sehr schwer zu sein. Kein Griff, kein Schlüsselloch, kein gar nichts. Aber neben der Tür siehst du einen schwarzen Knopf. Und daneben... Ich drück den Knopf. Daneben hängt irgendein Poster. Das du aber nicht erkennst. Also es scheint irgendein altes Poster zu sein. Du drückst den Knopf und... Ja, warte, ich bin dran, den Knopf zu drücken. Ich schaue euch alle mit großen Augen an. Willst du ihn stoppen? Soll ich ihn stoppen? Ich will ihn stoppen. Was hast du gewürfelt? Ich habe keinen Vorteil in Perceptive, oder? Nein, bei dem jetzt nicht. Nein, ja, das ist echt. Das ist echt eine 5. Okay, du findest schnell heraus, dass der Strom komplett weg ist. Also diese Konsolen sind unbrauchbar. Ich tue so, als mächtig was mega intelligent. Okay. Klickst du ein bisschen davon. Wir haben keinen Saft auf der Maschine. Da kann ich ja rücken. Nein. Sana, wie sehen eigentlich die Generatoren aus? Wie sind die? Weiß ich das? Nee, Generatoren kommen in allen Formen und Farben. Ich habe absolut keine Ahnung von Technik. Warte, was ist auf dem Poster? Ich gehe auch zu den anderen. Okay. Ich höre das Gespräch. Du siehst jetzt auch die Tür, den Knopf, das Poster nebendran, das erkennst du. Es ist ein Poster für das Imperium schlägt zurück. Guter Film. Jetzt, Generatoren. Vom Aussehen her sind meistens leuchtende Boxen. Boxen, die leuchten, meistens rot, manchmal gelb. Das ist keine Ahnung. Selten blau. Das ist keine Ahnung. Das ist meistens so eine Konsole wie hier. Dort tippt man was ein und dann funktioniert's. Man nennt das auch Kacken. Oder warte, Hacken. Kacken? Hacken. Also der hat keine Ahnung, von was der redet. Was das ist Poster das hier? Ja. Ist von einer alten Geschichte. Wow, was für eine Geschichte. Lass mich so. Ich war langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Ich gebe dir da kurz Rundumschlag des Plottes von. Das Imperium schlägt zurück. Mit Schauspieleinlagen und allem. Und Luke, der war so am Abgrund und der Ruf: Nein, das kann nicht wahr sein! Du, das stimmt nicht! Aber Darth Vader sagte: Sie erforsche deine Gefühle, Luke! Du weißt, dass es stimmt. Du, mein Earl Jones ist nicht besonders gut. Und dann, was ist dann passiert? Okay. Hernando sitzt wie so ein kleines Kind im Schneidersitz da. Mein Respekt vor dir war bereits vorher sehr tief, aber jetzt hast du einen neuen Tiefpunkt erreicht. Was soll das heißen? Wieso tief? Weil du ein kleiner Nerd bist. Ich bin kein Nerd. Was ist soll dein das Nerd bedeuten? Ich bin ein Desperado. Nun gut, das ist alles sehr interessant, aber sollen wir nun den Knopf drücken oder nicht? Das Poster hat mir leider keinen Hinweis darauf geliefert. Wir sind hier, um gedrückt zu werden. Der Knopf ist aber schwarz, was selten was Gutes bedeutet. Ich habe den roten gedrückt. Rot ist meistens besser, aber auch nicht der richtige. Der grüne Knopf ist den wir wollen. Das ist immer der grüne Knopf. Und man drückt ihn dann, bevor der Timer auf Null geht. Im letzten Moment. Das ist besonders wichtig, weil so ist die Dramatik am größten. Was machst du mit deinen Granaten? Ich kenne das. Was wird das? Weißt du, das kann ich auch. Hernando, was wird das? Wenn ich das hier aktiviere. Hernando, hör auf da rein. Wir sehen, jetzt ist es eigentlich rot. Ihr hört ein Pfeifen. Und dann, wenn ich jetzt nochmal 5. Wieso hat es dort ein Smiley drauf, das nach. Das ist weg. Hernando! Ich hab doch gesagt, der springt. Rot ist dort. Siehst du, jetzt ist grün. Das sieht man nicht, weil. Es ist dunkel. Die Farbe ist kaputt. Okay. Was macht ihr, Leute? Was ist das nebendran? Das ist eine alte Tesla-Spule, aber da es hier keinen Strom mehr hat, findest du auch schnell heraus, dass das Teil nicht angesteckt ist.
Ja, dann drück meinetwegen den Knopf, wenn du so unbedingt willst. Ich drück den willst. Knopf. Okay, du drückst den Knopf. Die Tür hier. Ich geh in Deckung. Geht auf. Oh, sie ist ein bisschen alt. Ja, sie... nein, macht es nicht, actually. Es ist sehr ein smoothes Geräusch. Es geht so. Sie geht einfach so nach oben auf. Ihr seht in dem nächsten Raum. Ich bin in Deckung gegangen. Wo? In hier. Tür. Irgendwo, weil ich dachte, es explodiert was. Ihr seht hier eine eine riesige Ziege mit 6 Beinen, die da rumtrottet. Sie scheint euch noch nicht bemerkt zu haben. Das ist ja ein Zoo hier. Was ist das? Was seht ihr? Ich will es streicheln. Ich dachte, du willst aus einem Jerky machen. Nein! Die Ziege bewegt den Kopf zu euch. Oh oh. Was ist das kann für ein Geräusch? Kann ich ganz langsam auf sie zugehen? Hallo. Machst du... In der rechten Hand habe ich eine Granate. Du redest, okay. Du gehst langsam auf die Ziege zu. Du siehst, wie die Ziege zuerst ein bisschen zurückweicht. Ich lehne sie auch mal rundherum und blick. Okay. Sie weicht ein bisschen zurück, bleibt dann stehen. Und dann rennt sie im vollen Galopp auf dich zu. Und wir sind wieder zurück in Initiative. Wir müssen nicht nochmal rollen, wir benutzen einfach dieselbe Initiative wie vorher. Okay. Ziege ist zuerst an der Reihe. Okay, ja. Okay, gut. Also die Ziege hat Anlauf und macht einen Angriff mit einer Ram-Attacke auf dich. Trifft, weil es eine Ram-Attacke ist, mit Anlauf macht sie 2 Schaden. Du wirst zurückgeworfen und fällst in die anderen rein. Ich hätte gerne, dass Wyatt und Caitlin einen Safe-Test machen. 5. Okay. 5. Okay, ihr beide schafft es, ihn so ein bisschen zu fangen. Wieder hochzustellen. Ihr seid alle ein bisschen desorientiert. Also ihr fangt mich auf. Du hast recht, ich hätte direkt Jerky draus machen sollen. Die Ziege hat noch einen zweiten Angriff. Das ist aber keine Ram-Attacke dieses Mal. Sie rammt dich wieder, aber mit weniger Wucht. Ja, trifft dich nochmal für einen weiteren Schaden. Und die Ziege schreit. Wow. Ja, ein Angry. Und hier... Oh nein! Kriegt eine richtig große Schnecke langsam auch auf euch zu. Gut, Hernando. Sehe ich in dem Raum irgendwas, was explosiv aussieht? Du siehst in dem Raum hier ein... Also irgendwelche Fässer? Ein bisschen leuchtet. Hier drüben hat es Fässer. Das Teil hier leuchtet ein bisschen. Also es scheint so LEDs zu haben, wo Strom durchläuft. Also es scheint ein Ding zu sein, mit dem du in einem Videospiel interagieren könntest. Press F to interact. Darf ich kurz was zu Hernando sagen, während ich ihn so halte? Uh-huh. Ich sag, Hernando, es gibt Dinge, vor denen ein Mann nicht wegrennen darf. Dazu gehören Ziegen und ich schiebe ihn wieder nach vorne. Okay, Hernando, was tust du? Hier die Fässer da drüben, du weißt nicht, was drin ist, aber Fässer können explodieren. Ich sehe richtig kacke aus. Ich spucke wahrscheinlich erst so ein bisschen Blut auf den Boden. Was mache ich denn jetzt? Als du überlegst und dir die Ziege anschaust, die wütend vor dir steht, siehst du jetzt, gerade über der Tür war es so ein Licht und der Kopf der Ziege ist ziemlich gut beleuchtet. Du bemerkst, dass die Augen milchweiß sind. Also es scheint überhaupt nicht, sie scheint nicht sehen zu können, diese Ziege. Kann ich probieren, auf die Ziege drauf zu springen? Natürlich kannst du das probieren. Und weil es ziemlich eine dumme Idee ist, hast du Vorteil. Ja, finde ich gut. Vorteil, ne? Ja, okay, ja. 6. Du packst die Ziege bei den Hörnern und machst so wie ein Bock springen. Und du springst auf die Ziege rauf. Wir stellen uns das jetzt vor. Du bist jetzt auf der Ziege drauf. Das ist eine Aktion. Und dann würde ich sie probieren, also ich halte sie an den Hörnern und ziehe sie so, wie wenn ich sie weglenken würde. Okay, so zurück in diesen Raum. Ja, mach mal einen Stärketest.
Oh, 4 und 1. Leider nicht. Die Ziege hat abnormal krasse Muskeln und lässt sich nicht so einfach bewegen. Ja, also nicht so an den Hörnern. Okay, Zanna, du bist an der Reihe. Ich habe das mit dem Heilen vorher falsch gemacht, aber ich würde es jetzt richtig machen. Und zwar würde ich mich zu Hernando bewegen. Ja. Und versuchen. Ja, keine Ahnung, du hast überall ein bisschen so. Ich versuche einfach panisch. Pflaster anwerfen. Hernando ist gerade auf Rodeo am Machen auf einer Ziege. Kann ich trotzdem versuchen oder nein? Mit Nachteil. Weil, also. Ja, so mitten auf einer bewegenden Ziege, okay. 3, scheiße. Ja, leider nein, du hält nicht still genug, dass du ihn verbinden kannst. Okay. Das ist eine Aktion. Ja. Kann ich's, komm schon. 3, verdammt. Leider nein, die Ziege ist einfach zu böckisch und... Verdammt nochmal, halt dich still, ich will dir helfen. Komm von der scheiß Ziege runter. Oh mein Gott, du wärst noch am Kratzen hier. Nein, du bist an der Reihe. Hat die Tür Wucht, wenn die zugeht? Oh. Du denkst wahrscheinlich schon, ja. Ziel auf den Knopf. Okay, du schießt auf den Knopf, okay. Oh, machen wir hier erstmal... Bam! Und dann... Wo ist das? Da. Die Tür schließt sich wieder auf die Ziege. Die Ziege macht einen Safe-Test, um zu schauen, ob sie entkommen kann. Muss ich auch? Ja, bitte auch. Nein, ja, mit zwei, die Ziege besteht. Mit zwei Dreien. Oh nein. Also die Ziege nimmt einen Schaden. Hernando. Ich hab noch eine zweite, oder? Nimm zwei Schaden. Du fällst von der Ziege runter und ein Fuß landet unter der Tür und ist jetzt dort eingequetscht. Du bist auf der anderen Seite. Okay. Okay, Frage. Ich habe jetzt noch einen Lebenspunkt, habe aber Die Hard. Das heißt, ich würde zurückkommen mit einem HP. Ja, das würdest du. Aber. Das macht zwei Schaden. Ist okay. Du. Okay. Jede andere Person wäre davon gestorben, aber du nicht. Du. Okay, ich fall. Also, du beißt durch jetzt. Ich falle runter und bin kurz bewusstlos. Weißt du was? Roll schnell einen D6. Gerade bist du auf dieser Seite, ungerade auf dieser. Okay. Ich will dir die Chance geben. Ungerade? Ungerade. Das heißt, du landest doch hier. Immerhin auf der richtigen Seite. Wow! Die Ziege nimmt auch noch einen Schaden. Gut. Schreit auch. Ziemlich angry. Du hast noch einen Schuss, Wyatt. Du müsstest aber wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen, um einen guten Schuss zu bekommen. Ja, ich mache ein paar Schritte weg. Okay. Ich bin ein bisschen erschrocken, weil er unter dem Tor liegt und ich sage, Hernando, sterben ist doch nichts für einen lebendigen Jungen wie dich. Das stimmt, ja. Ich ziele dann auf die Ziege und schieße ihr in den Kopf. Du bist so weiß. Mach einen Angriff. Okay. 3. 6 und 1-1. Okay, das trifft. Kein Headshot, aber nah dran und die Ziege. Und es macht natürlich auch einen großen Knall, als du das schießt. Yeah. Die Ziege richtet sich dann sofort auf dich. Caitlin, du bist an der Reihe. Caitlin haut es mit dir und haut okay. Zweimal. Mach zwei Attacken. Geh weg. 5. Ja, ein Success. Und. Nichts. Okay, ein Success. Du hast die Ziege zweimal mit der Handtasche und das eine Mal triffst du schön so ein Horn und das Horn gräbt sich dann in den Rücken der Ziege ein. Die Ziege ist an der Reihe und sie macht eine Ramm-Attacke gegen dich, weil du sehr laut warst. Ich bin gerade dabei, mich umzudrehen und wegzurennen. Okay. Ja, das trifft, das ist dein Success. Du nimmst zwei Schaden, als die Ziege in dich reinrennt und pfff. Und du hier in die Konsole ein bisschen reinfällst. Ziege dreht sich dann gleich um. Sie ist happy mit dem, was sie hier erreicht hat. Und macht auch eine Ramm-Attacke gegen Zanna. Auch mit weg.
Rämelein. Trifft aber nicht. Du kannst gerade rechtzeitig noch zur Seite steppen. Und die Ziege rennt hier in den in die Tesla-Spule rein. Zum Glück kein Strom dran, sonst wäre nicht so gut. Und sie schreit. Fernando, du bist an der Reihe. Dein Fuß ist immer noch eingeklemmt unter der Tür. Mhm. Es ist sehr schwer, es tut sehr weh. Gut, ja, ich würde probieren, meinen Fuß rauszuziehen. Okay. Aua! Okay, du versuchst deinen Fuß rein. Ja, klar. Halt dich still, ich komme und helfe dir! Es tut weh! Aua! Du kannst versuchen, den Fuß rauszuziehen. 2d6. Wenn du willst. Also, up to you. Okay. Er reißt ab. 2-2. Nein, du kriegst ihn nicht raus. Es macht keinen weiteren Schaden, aber dein Fuß ist stuck dort drin. Verdammt! Die Ziege ist direkt neben mir, oder? Ja. Bewegt sich die Schnecke weiter auf ihn zu? Ah, ja. Sehen die gar nicht. Why do you ask? Wieso? Das ist doch eine zweite Aktion. Du könntest mit deiner Spitzachse. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich probiere mit meiner Spitzhacke die Tür aufzuhebeln. Oh, okay. Mach noch einen Stärketest. Mit Vorteil. Oh, nice. Weil du proficient bist mit der Spitzhacke. Ah. 2 Vieren und eine 3. Das ist leider kein Erfolg. Spitzhacke, was ist los? Du versuchst es. Aber leider klappt das nicht. Ja, das ist dein Zug. Zana, du bist an der Reihe. Ich versuch nochmal. Help! Ja. Den netten Jungen da drüben zu heilen. Oh, ich habe eine 6. Er heilt um 2 Punkte. Du hältst 2 Lebenspunkte zurück. Vielleicht noch rausziehen, dass die Schnecke nicht durchkommt. Dann haben wir nur die Ziege und nicht noch einen Gegner mehr. Kann ich ihn rausziehen, ohne ihn zu verletzen? Denk ich das? Mit der 6, die du gewürfelt hast. Hast du eine Axt? Ja, sein Fuß ist wahrscheinlich Matsch. Das heißt, auch wenn du es rausziehst, also vielleicht fängt er dann an zu bluten. Schwierig zu sagen. Aber Blut ist wahrscheinlich ja, scheiße, ich versuch's. Weil, ich versuche ihn rauszuziehen. Oh, 2 Fünften. Mhm, ja, kein Problem. Also, zusammen schafft ihr es dann, dich zu befreien. Du bist jetzt wieder frei und die Tür fällt dann ganz zu Boden. Au! Ja, ich weiß, tut weh. Obwohl der Fuß kaputt ist, hatte ich mein Knie. Ja, stimmt mit dir nicht. Du bist an der Reihe. Ich lieg so tut weh. In der Konsole drin. Die Stirn blutet, die Zigarette fällt mir aus dem Mund. Ich sage, nimm deine stinkenden Hände von mir, du verdammter dreckiger Affe! Schieß auf die Ziege, okay. Mach 2 Angriffe. Okay. 5 und 6. Trifft? Also, ja, der erste trifft, ja. 1, 1, 1. Oh! 1, 1, 1, okay. Also, zuerst der erste trifft. Der zweite, roll einen D3. Also, 3. D6 minus durch 2. D6 durch 2 eigentlich, okay. Ja. Eine 1. Das ist der Nando. Verdammter Scheiße. Die Kugel trifft actually auf das Horn der Ziege und spickt dort so ab und trifft der Nando in die Seite. Du nimmst einen Schaden, der Nando. Friendly Fire. Zum Glück hast du mich geheilt, so werde ich tot. Ja. Verdammt Scheiße, ich flink ihn zusammen. Mach ihn nicht kaputt. Ah, du Arsch. Das war das Horn. Gut. Das war sehr schlecht getroffen. Nein, Entschuldigung. Nach Wyatt ist Caitlin. Entschuldigung. Caitlin ist sehr amüsiert. Einmal habe ich getroffen, gell? Ja, das habe ich gemerkt. Caitlin wird zum Knopf gehen. Okay. Der Knopf wurde angeschossen und es hängen jetzt so ein paar Drähte raus. Du könntest versuchen, die Drähte so kurz zu schließen. Ach, kann ich nicht einfach nochmal. Nein, es gibt eigentlich keinen Knopf mehr zu drücken, aber so. Ach, das sieht mir zu kompliziert aus. Dann drehe ich mich zur Ziege und hau ihr nochmal mit der Handtasche. Okay, mach das. Sorry, dann noch eine. Nein, der erste nicht. Okay, verfehlt. Der zweite ja. Okay,
Also die Ziege sieht übrigens auch ganz schlecht aus im Moment. Böser ja, Teppich. Deine zweite Attacke trifft es nochmal so richtig auf den Rücken und du hörst auch, wie Teile davon brechen. Katie legt sich wie so kurz über die Lippen so. Das dann mach ich was draus. Uns wieder zur Ziege. Die Ziege hört von allen Seiten Geschrei und Schüsse und die Tür, die zuknallt und wird angegriffen von dir. Es könnte jeden angreifen. Ich würfel das jetzt mal aus. Moment, 1, 2, 3, 4. Hallo. Der erste Angriff geht gegen dich. Es ist aber keine Raumattacke, da sie nicht genug Anlauf hat. Das trifft definitiv. 4, 5, 6 ist ein Schaden an dich. Die Ziege geht dich rein und drückt dich so an die Wand. Geht sie noch auf dich, weil sie Lust hat. Noch immer mit der Handtasche drauf. Ja, genau. Das ist ein Misserfolg. Oh. Sie dreht sich gerade zu dir um, aber du machst nur einen Schritt zurück und sie saust da vorbei. Das musst du ein bisschen besser üben. Okay. Das ist Ziege, Hernando. Du bist an der Reihe. Lustig, dass diese Ziege mehr Probleme macht als jeder Mensch, den ich jemals umgebracht habe. Also die Ziege ist auch langsam am Humpeln und scheint wirklich auf ihren letzten Energien. Dann nehme ich die Spitzhacke vom Boden auf, richte mich auf. Du schmeckst sicher super. Okay. Mach einen Angriff. Ist das auch mit, das mit Vorteil? Mhm. Das ist, ja. Eine 5. Nice. Wie willst du es tun? Ja, wahrscheinlich ein sehr brutaler Hieb einfach in die Seite irgendwo. Nice. Nicht speziell. Die Ziege zerplatzt so halb und Gedärm und Blut und Organe verstreuen sich auf dem Boden. Hier drüben liegt übrigens noch die Überreste der Eidechse. Alles stinkt langsam in diesem Raum. Aber, Moment. Hat jemand ein Messer? Kann Käthchen versuchen, ihre weiße Kleidung nicht von Blutspritzern beflecken zu? Ja, mach einen Safe-Test. Nein. Cool. Das geht nie mehr raus. Doch, das geht raus. Hier. So. Was macht ihr als nächstes? Ich packe meine Heißleimpistole aus und versuche, seine Wunden zuzukleben. Wow. Oh, kauterisieren, oder wie das heißt. Oh, eine 6. Du hast um 2 Punkte. Es brennt richtig hart, aber so gut. Ist übrigens nicht giftig, Heißleim habe ich geprüft. Oh, schön. Vielleicht, wenn es mit Blut zusammenkommt, schon. Aber man kann es essen. Essen nicht, aber du kannst Essen drin aufbewahren ohne Probleme. Ah, okay. Also. Nein, nicht essen. Oh mein Gott. Okay. Trotzdem, mach das nicht zu Hause. Nein, mach das nicht zu Hause. Ich glaube, Zanna und Wyatt macht mir bitte. Und nein, Hernando auch. Wer war vorher, als die Tür aufgegangen ist, zuvor das? Hernando eigentlich und Zanna. Oder? Ich nicht, ich habe mich versteckt. Du hast dich versteckt. Ihr zwei, glaube ich. Ja, ich war dabei der Spule, aber ja, okay. Bitte nachträglich einen Check. Ein Test. Ich war übrigens gerade im Begriff, auf die Konsole zu klettern. Ich kletter jetzt wieder. Okay. Scheiße. Ein 3 und 1. Eine 4 und eine 1. Okay. Ihr habt keine Ahnung, wie diese Tiere funktionieren. Hat jemand ein Messer? Nein. Ich bereite gerade mein Scharfschützengewehr vor auf der Konsole und sage: Kein Messer! Wenn ihr bereit seid, dann könnt ihr die Tür öffnen. Ich probiere ein Bein abzureißen von der Ziege. Okay. Das habe ich noch nie verarbeitet. Okay. Mit deiner Spitzhacke hackst du ein Bein ab. Dup, 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 dup. Und
ja, du hast jetzt ein Ziegenbein, was du dir irgendwo ran reinmachst. Ich häng's mir irgendwie hinten auf die Weste. Oder? Okay, alles klar. Ich versuche den Knopf zu reparieren. Okay. Ich bereite eine Aktion vor, sofort auf die Schnecke zu schießen. Okay, Caitlin, ja, was machst du? Ich will es nicht aufmachen. Ich will's Caitlin ist sehr intensiv mit dem Flecken in ihrer Kleidung. Okay, alles klar. Ja? Kann ich das reparieren? Vielleicht? Ja, du kannst mit Vorteil. Mit Vorteil? Ja. Ein Check schon. Ja, die gut, anderen zwei ignorieren. Das ist ein Success. Du findest wie etwas Neues, was du als Knopfhülle benutzen kannst und du schließt die Drähte wieder richtig an. Ich drück den Knopf nicht. Ja, aber es ist jetzt wieder ein Knopf wiederhergestellt da. Einander, ist alles okay? Alles wunderbar. Gut. Gute Arbeit. Ja, theoretisch kann ich noch mal versuchen, ihn zu heilen. Ja, du auch. Es ist eine Aktion, aber ich meine... Glaube ich. Kann sie nicht endlos einfach... Ja, stimmt. Ich würde sagen, das hat... das sollte Limitation haben. Wie viel Mal hast du es schon benutzt? Sie hat mich einmal geheilt. Also ja, funktioniert zweimal. Hat zweimal. Okay, aber zweimal. Im Kampf muss ich ja eine Aktion dafür aufwenden. Ja. Ich würde sagen, du hast insgesamt 4 heilen. Also du hast 4-mal Material, um Leute zu verbinden und zu charakterisieren und so. Also jetzt noch 2-mal. Habe ich auch gerade eine Frage bei dem Die Hard, weshalb ich eben wieder... Ja, warum ich nicht gestorben bin? Ist es 1-mal pro Tag wahrscheinlich? Das ist 1-mal pro Tag, ja. Für die meisten. Okay. Gut. Was macht ihr? Ich, das muss dann Jessica anschauen. Wollen wir uns überlegen, wie wir in den nächsten Raum gehen? Es scheint, dass Geräusche dieser Tiere sehr aufschrecken. Aber Geräusche sind Du hast recht. Ich überlege mir, ob ich mir die Blutflecken anschauen soll und streck so halbwegs meine sehr, sehr dreckige Hand, dann zieh ich sie zurück. Ja, der andere Raum. So dumm, dass mich diese Tiere nicht interessieren. Ich sage, wir öffnen die Tür und knallen sie ab. Ja. Spannender Input, wirklich sehr überlegt. Ja. Zuerst ballern, dann Fragen stellen. Bist du nicht vorher fast weggerannt? Nein, bin ich nicht. Dann hast du eigentlich immer schon auf dem Generator. Ich stehe auf dem Generator, weil hier habe ich eine erhöhte Position. Ich habe den High Ground. Es ist wichtig. Taktische Rückzüge sind manchmal hilfreich. Man muss sich überlegen, wie man Dinge angeht. Dein Freund ist gerade vorher fast... Ich wusste, dass er durchkommt. Er ist hart im Nehmen. Wusste das? Ja, bin ich. Ihr seht nicht hart im Nehmen aus. Was soll das heißen? Ich meine nur, ich glaube, wir sollten nicht noch mehr Risiken eingehen, wenn Hernando nochmal in eine Tür eingeklemmt wird und dann angeschossen wird. Dann stirbt er. Das stimmt! Ich würde gern den Raum durchsuchen. Okay. Ich suche nach nützlichen Gegenständen. Spezifizier nützlich. Ich suche nach Werkzeug oder Material, was ich verwenden kann, um Leute zu heilen. Okay. Darf ich das Lebe beides in einem? Ja, ja. Gut. Okay. Ich habe eine 6. Dass sie da aufstehen. Du findest hier drüben in der Schublade dieser Kommoden findest du ein wenig Alkohol, um Wunden zu desinfizieren. Okay. Und du findest auch einen Schal, den du als Verband benutzen könntest. Heißt es, ich habe jetzt 3 Heilen? Genau. Du hast 3 Heilen. Ich habe eine Idee, die auf deiner aufbaut. Ja? Okay. Ich drücke den Knopf. Finde ich gut. Das Schleimwesen, habe ich das gesehen? Ja, ich denke, ja. Kommt so durch die Tür, ich drücke den Knopf wieder. Es zerschneidet es und du schießt drauf.
Darf ich auch noch eine Granate drauflegen? Natürlich. Oh, du willst es mit dem Tor zerschneiden? Ja. Kann ich wieder zu... Ich hatte vorher eine ähnliche Idee, die ist ziemlich gut. Ja, ich hab's gesehen, das hat mich inspiriert. Das ist schön. Ich inspiriere gerne. Ich kam ein bisschen aus dem Dschungel und es gibt Tiere, da leben beide Teile weiter, wenn man sie zerschneidet. Nur, dass ich's gesagt hab. Gehören Schleimdinger dazu? Keine Ahnung. Ich komme vom Dschungel, nicht von dem Dschungel hier. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich komme aus dem Berg, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich sag nicht, dass ich weiß, was es ist. Ich lackierte den Fingernagel schon auf den Knopf. Okay. Okay, ich nehme, ich mache mich bereit zum Schießen. Sniper-Gewehr. Ich habe zwei Granaten in der Hand. Okay. Und vielleicht können wir alle ganz still sein und sehen, was passiert. Warte. Der kann seine Granaten, kannst du schnell drücken? Und er kann seine Granaten reinwerfen und dann machst du das Tor wieder zu. Ich kann es probieren. Ha! Das mit dem Zerschneiden finde ich schon lustig. Ja, dann, wenn du nicht willst. Ich bin immer zu haben für Explosionen, aber wir können es auch zerschneiden und ich dann... Ich meine, es hat nicht schnell ausgesehen, das Viech. Ja. Soll ich? Hat er nicht so einen klugen Spruch auf Lager, der unsere Situation erklären sollte? Du hast es nicht lange gesehen, wie es sich bewegt hat. Es war gar nicht so langsam für eine Schnecke. Also, aber es war ein bisschen hart zu sagen, weil die Ziege natürlich die war ein bisschen Fokuspunkt war. Ja. Okay. Nun, ich drück den Knopf. Du drückst den Knopf. Die Tür geht auf. Ich nehme an, ihr habt alle Aktionen gehalten. Ja. Ich werde einfach sofort wieder den Knopf drücken, sobald eine Granate im anderen Raum. Okay. Schießt du gleich eine Granate in den Raum? Mhm. Okay. Du schießt eine Granate rein und dann erst merkst du, okay, die Schnecke ist gar nicht mehr dort. Es drückt trotzdem den Knopf. Und ja, die Tür geht wieder zu und ihr hört ein dumpfes von der anderen Seite. Schön! Ihr zwei habt gesehen, dass die Schnecke nicht mehr gleich bei der Tür war. Ich wahrscheinlich auch, ne? Ah, du auch, ja, du hattest auch. Sian, wir haben es mit einem Feigling zu tun. Ich drück den Knopf wieder, um reinzuschauen. Man würde sogar sagen, eine feige Schnecke. Ja, du musst es ja wissen. Ja, du guckst rein, du siehst die Schnecke. Im Moment nicht. Ich glaube, wir haben sie weggesprengt. Das heißt, dass du immer wegrennst. Ich will dir mal eins klarstellen. Das war die Explosion, die Schnecke. Ich will dir mal eins klarstellen. Ich drücke wieder den Knopf. Oh nein, der arme Diem, der Tür auf zu. Ich werde nicht hinters Licht geführt. Ich werde nicht beleidigt. Ich tue diese Dinge euch nicht an und erwarte von euch dasselbe. Du wirst nicht beleidigt? Wieso kommt er jetzt mit einem Schlammspruch? Du stinkst. Oh, gefährlich. Anando, du musst wissen, es gibt im Leben manchmal einen Moment, da lernt man jemanden kennen, den man besser nicht kennenlernen will. Ja, dieser jemand bin ich. Ich drücke wieder den Knopf. Okay, kann ich anfangen zu schießen? Während sie diskutieren, fang an auf die Schnecke zu schießen. Okay, du siehst die Schnecke dieses Mal. Wenn man nicht hintergehen soll, das war der richtige Knopf. Okay. Wir ich hintergehe dich gar nicht. Ich kritisiere dich. Du schießt. Eine 6. Eine 6. Es trifft die Schnecke und die Schnecke. Ihr sollt was machen, nicht labern. Was? Ja, okay. Du triffst die Schnecke. Diese Aktion hast du gehalten. Dann machen wir gleich bei der Initiative dort weiter. Ich würde sagen, Wyatt und Hernando, ihr wart euch noch unterhalten. Deshalb skippe ich euch diese Runde. Dann es ist wichtig, dass du Caitlin zuhörst. Caitlin hält die Aktion, bis die Schnecke durch die also Richtung Tür kommt. Okay. Könnte ich nicht zweimal schießen? Eigentlich? Nein, weil du die Aktion auch gehalten hast. Fair. Okay, die Schnecke. Und? Der beste Button. Okay, die Schnecke ist schneller, wie man denkt, macht einen Safe-Test, um zu schauen, ob sie entkommen kann. Ja, sie schafft ihn. Oh. Der Hinterteil der Schnecke wird gecrushed, though. Das klingt auch ein bisschen so. Als die Türe sich wieder schließt,
Die Schnecke ist aber jetzt hier und geht gleich zu dir. Willkommen. Sie fängt an dir hoch zu, mit ihrem Schleim so hoch zu klettern. Also, wie bewegen sich die Schnecken? Sie kriechen. Ja, sie kriecht an dir hoch. Ja, du nimmst einen Säureschaden. Ich also, evade. Du kannst evaden, wenn du möchtest. Nein. Okay. Aha. Du machst einen Schaden, du kriegst einen Schaden und du musst einen Safe-Test machen. 5. Okay. Dich ekelt dieser Schleim richtig an, aber es hat keinen weiteren Effekt. Gut. Scheußlich. Die Schnecke. Was ist der Schleim? Oh nein, deine neuen Stiefel. Das ja. ist die Schnecke dann, Hernando. Eine Reihe. Und deswegen musst du zuhören, verstehst Deiner du? Ruhig, das Schneckenfies hier. Was? Halte still! Okay. Oh nein. Oh nein. Oh, die Schnecke ist halb auf Caitlin drauf. Ja. Ne? Okay, mach einen Attack. Und mit Vorteil, oder? Ja, mit Vorteil. Eine 5 und eine 6. Okay, okay. Ich hab sehr Glück gehabt. Du kannst richtig zielen, dass du die Schnecke so richtig von Caitlin runterhaust. Danke. Zack. Okay, du Schuld machst einen Schaden. Yes, ich kann's noch. Du bist dran. Also du kannst noch eine Aktion benutzen. Okay, dann würde ich gleich nochmal nachhauen. Nee, ja. Ich würde mal nochmal Berserker und okay. probieren. Ah, mit Nachteil dafür. Mit Nachteil Schaden. Dafür. Eine natürliche 1. Okay, ich würde sagen... Caitlin, mach einen Safe-Test, ob du dem ausweichen kannst. 6. Okay, ja. Also der zweite Schlag geht ein bisschen zu weit, aber Caitlin, du siehst es gerade noch kommen und steppst auch wieder zur Seite in die Ecke hier rein. So, während die Spitzhacke so ganz nah wahrscheinlich an deinem Kopf vorbeigeht, in Zeitlupe ein Entschuldigung. Zanna, du bist an der Reihe. Ich... halt so ein bisschen mit dem Arm Hernando aus dem Weg und schießt zweimal auf die Schnecke. Oh, eine 6. Das trifft. Und eine 5. Das trifft auch. Ich hätte gerne Caitlin, Hernando und Sanna macht alle einen Safe-Test. 5 und 5. Eine 5 und eine 3. Okay. Hernando, durch die ganzen Wunden, die diese Schnecke schon bekommen hat, hat sich sehr viel von dem Schleim gelöst und ist jetzt in der Luft und es löst in dir einfach einen Würgereiz aus. Du gehst instinktiv auf die Knie. Du musst die nächste Aktion brauchen, um entweder irgendwie den Schleim zu entfernen, zu kotzen oder wegzugehen. Okay, ja. Ist gut. Das eine Krankheit? Nein, es nicht ist mehr ein Effekt, weil es einfach so hässlich ist. Okay. Ein Reflex. Ja. Genau. Dann, das war dein Zug. Nice, ja, dann ist Wyatt an der Zug. Reihe. Verdammt, Hernando, jetzt hast du mich abgelenkt. Im Moment ist Hernando ziemlich im Weg zur Schnecke, weil die Schnecke ist sehr tief. Hernando kniet so vor ihr. Man benutzt sich einmal Fokus. Du könntest hier auf dieses Geländer springen oder hier rüber versuchen zu springen. Ich springe auf das Geländer wie eine Katze. Mach einen Test. Sehr gleich. Wie eine Katze. Ja. Die Treppe runter. Mehr ein bisschen wie ein... beinloses Gürteltier. Oh nein. Okay. Oh. So. Au! Okay, du bist am Boden. Meine Nase! Du könntest als Aktion noch versuchen, hier hochzuklettern. Nein, okay. Ich stehe auf und lade mal meinen Fokus wieder. Okay, alles klar. Dass ich nachher willst fokussiert du dich noch bin. Bewegen? Ich bewege mich so, dass ich einen bisschen besseren Blick auf die Schnecke habe und nicht hier. Hier hin oder hier hin? Ja, ich glaube in die Ecke vorne links, wo ich schon mal, die kenne ich bereits. Okay. Ich lege aber bei das Sniper-Gear wieder auf den Rücken und nehme die Pistole und raus. Und du fokussierst. Ja, und ich halte mir die blutende Nase. Gut. Caitlin, du bist an der Reihe. Das war wirklich sehr eklig und ich haue es mit der Handtasche. Okay. Mach nochmal einen Attack. 6.
Das trifft. Wie willst du es tun? Nein. Ich lehne wirklich so einfach die Handtasche so drehen und dann draufhauen. Die ganze Schnecke, der ganze Schleim verteilt sich überall. Ihr seid alle voll mit Schleim. Ihr drei seid voll mit Schleim. Macht nochmal einen Safe-Test. Wer ist nein. Ihr drei? Oh ich nein. Auch. Nein. Ja, ihr drei. Nein. Okay, du bist schon am Kotzen, also von dem her ist okay. Aber ihr beide, ihr erfahrt jetzt auch diesen absolut ekelhaften Würgereiz. Können wir versuchen, uns mit Moos abzuwischen? Oder? Ja, also wir sind jetzt eigentlich wieder aus dem Kampf drauf. Ich schieße noch in die tote Schnecke mit meinem Fokus. Okay. Ich sag dann, ich drehe einmal den Kolzer in den Finger und sag dann, hasta la vista. Baby. Nice. Baby. Geil. Caitlin, was habt ihr für schwache Magen? Öffnet den Knopf und dann kotzt sie dort in die Ecke. Und dann drückt sie den Knopf wieder um die Tür zu. Also sie macht wie... Und dann macht sie einfach wieder den Knopf zu, damit sie es nicht sieht. Sie will da auf die andere Seite in den anderen Raum kotzen. Okay. Und dann macht sie wieder zu. Okay. Gut. Wo kotzt ihr? Ihr mögt doch nicht mit Moos abwischen. Ja, du kannst dich auch abwischen und einfach ein bisschen entfernen von dem Ganzen. Ich werfe das Moos ein bisschen Richtung Wyatt. Ey, mir wird nicht mit Moos geworfen. Dieser Ort ist scheußlich und ich möchte gehen. Ihr mögt wohl keine Schnecken, was? Ich dachte, du willst gewinnen. Ja, ich möchte gewinnen, aber ich möchte auch nicht von Schleim und Blut bedeckt werden. Jetzt hast du in einen anderen Raum gekotzt, wo wir reingehen. War super. Das war ja noch gar nichts. Habt ihr mal von dem Ding aus dem All gehört? Dem oder einfach nur der Thing, das Ding. Das ist ein richtiger Schleim, das ist so richtig widerlich. Musst du darüber reden? Das Ding? Ja, das Ding aus dem All. Was ist das jetzt wieder? Eine alte Geschichte. Ich schlage vor, wir gehen in das andere Zimmer. Wir befinden uns in der Antarktis, eine russische Forschungsstation. Und wir skippen schnell das. Nachdem Wyatt deine spannende Geschichte erzählt hat. Die kommt alles raus aus dem Kopf dieses Mannes. Aus dem Bauch, wo er gerade vorher die Hände verloren hatte. Und auf einmal löst sich der Kopf ab und es wachsen Beine aus dem Kopf raus. Und skip. Hast du viele Freunde? Skip. Was macht ihr, nachdem die spannende Geschichte zu Ende erzählt wurde? Das Ende. Den Knopf und geh rüber. Vorsichtig, sehr vorsichtig. Okay. Mit dem Wirebett voraus. Also mit dem Stachel. Du bist ein großartiger Geschichtenerzähler. Man könnte meinen, du hast es gelernt. Folgt dir? Danke. Ich folge sehr beschämt. Sehr vorsichtig. Okay. Ihr auch? Ja. Jungs? Okay. Und ich bin sehr leise und spreche nicht. Okay, ihr seid in diesem nächsten Raum drin. Zana, du siehst hier, wie das hier ein bisschen leuchtet. Und jetzt, wo du es wirklich siehst, merkst du, ein Generator. Ah, ein Generator. Das sieht man leuchtend. Ja, du hast keine Ahnung. Rotes Licht, kann ich gelbes Licht. Weißt du, ja, du kannst versuchen, als Aktion den Generator einzuschalten. Vorteil, weil ich eine Mechanik habe. Ja. Eine 6. Okay. Ich schalte den Generator auf und er brummt leise vor sich hin. Sehr leise. Also ziemlich laut. Gut. Ja, ihr habt den Generator angeschaltet. Oh. Was macht ihr als nächstes? Nächster Raum. Okay. Ihr seht hier alle eine Türe. Soll ich erst eine Granate reinwerfen? Ohne Knopf nebendran. Ich glaube, die Granate brauchen wir schon an der Tür. Sicher gut, einen in der Hand zu haben, aber sei vorsichtig hier. Natürlich, ich bin immer vorsichtig. Nun, im Hotel haben wir einen zentralen Schaltknopf, mit dem wir jegliche Türen öffnen können. Vielleicht ist das hier auch der Fall. Ja, und wo ist dann der Knopf? Nun, es muss irgendwo ein Büro geben. Dampenknopf. Das ist die Frage aller Fragen. Wollt ihr die Tür untersuchen? Ja. Okay. Ja. Ich würde gerne helfen. Ja. Oh, eine 6 und eine 5. Okay, ja. Du findest keinen Knopf, aber du siehst, wie ein Kabel oben an der Tür hochgeht und zu dem Raum entlang. Mhm. Und
hier eigentlich zurück. Und dann siehst du es nicht mehr. Folgst du dem Kabel? Ja, ich folge dem Kabel. Folgt ihr alle? Ja. Ja. Gut. Ich summe übrigens die Titelmelodie von Mission Impossible. Okay. Ihr folgt dem Kabel zurück in diesen Raum und seht, dass es dann durch eine kleine Öffnung in den Raum hier verschwindet. Ja, ja, kann ich diese Tür öffnen? Ja, die Tür hat einen Griff. Ja, dann. Die ist einfach öffnbar. Dann öffne ich diese Tür. Offenbar. Oh. Ihr tretet in einen kleinen Lagerraum. Ich sehe ich etwas explosiv? Ja. Mach einen Check. Ich würde auch gern... Eine 5 und eine 6. Ja, mach einen Check, ja. Nützliche Dinge, eine 6. Hernando, du findest 3 Granaten und 3 große rote Ölfässer. Also ich geh zuerst zu den kleinen Granaten. Oh ja, am kleinen Schätzchen, was macht ihr so alleine? Und dreh mich dann um und seh die Fässer. Dass die Granaten fallen. Oh. Okay. Kleine D6. Finn. Kein Problem. Die Granaten explodieren nicht. Du findest einen Werkzeugkasten. Oh, Werkzeug. Mit allem möglichen Werkzeug drin, was du brauchst. Das Einzige, was mir Freude bereitet im Leben. Du kannst allerdings nicht den ganzen Kasten mitnehmen. Was kann ich denn mitnehmen? Das ist so ein Korpus. Das, was du möchtest, ist eigentlich so ziemlich jedes Werkzeug. Was genau willst du? Ich brauche noch einen Akkuschrauber. Akkuschrauber hat's drin. Super. Hat sie auch einen Akku? Hat sie auch, ja. Yes. Ich bin kurz um die Ecke gegangen und habe einen kleinen Panikattacke. Okay. Du siehst hier einen roten Knopf, daneben ein Poster für die Rückkehr der Jedi-Ritter. Hier an der Wand. Das ist eine, ich würde sogar sagen, würdige Fortsetzung, auch wenn die Ewoks ein bisschen, ihr wisst nicht, was Ewoks sind. Ich erzähle es euch später, wir sollten uns ein bisschen beeilen, aber auf jeden Fall. Manche mögen sie, manche hassen sie. Ja, ich nehm die kleinen Granaten auf und würde dann probieren, ein Fass aufzumachen. Okay. Ja, wüsste ich, was da drin ist einfach. Ja, mit dem Test vorher hast du rausgefunden, das ist ein Ölfass. Ah, okay. Also, Kätlin trinkt einfach wieder. Ist einfach so daneben und schaut zuerst auf die Granaten. Und lässt die anderen arbeiten. Und schaut sie ihm zu, wie er die Fässer aufmacht. Okay. So. Ja. Oh, das riecht gut. Ich schwöre währenddessen in Nostalgie. Okay. Hey, Knopfdrücker. Der Betreiber hatte hier wirklich einen guten Filmgeschmack. Knopfdrücker, drück den Knopf. Ja. Ich nenne dich jetzt Knopfdrücker, weil du machst das die ganze Zeit. Ja, Knöpfe sind toll. Ja, super, super. Drück den Knopf. Knöpfe sind gemacht, um sie zu drücken. Ja, drück ihn. Welchen? Ja, den da. Okay, den drück großen. Den Knopf. Welchen auch immer. Das hat hier einen großen, das hat einen roten riesen Knopf. Ich kenne den. Okay, ihr hört irgendwo hinten. Nun, ich glaube, die Tür ist offen. Lasst uns nachsehen. Okay. Ihr geht alle wir gehen zurück hier hin. Kann ich kurz an die Konsole gehen? Die hat jetzt Strom, oder? Ich hätte erst versucht, ein Fass... Nein, die Konsolen haben immer noch keinen Strom. Ah. Ja. Ich hätte erst versucht, ein Fass rauszuziehen, hätte es wahrscheinlich bis in die... vor die Treppe gezogen, dann gemerkt, fuck, das Ding ist schwer. Du kannst es so ein bisschen mitrollen, wenn du möchtest. Ja, ich hätte es dann liegen lassen oder stehen lassen, aber ich hätte es schon aus dem Raum rausgezogen, eines. Okay, leise diesmal, hä? Werf doch zuerst eine Granate rein. Nein, wir machen es leise. Ach. Das ist nicht leise. Achso, ihr redet? Macht bitte alle einen Stealth-Check, also ich noch einmal bekomme. Eine 5. Eine 6. Habe ich Nachteil. Wegen der Betrug. Ja, weil du beschoffen bist. Eine 1. Oh. Nein. Also all successes, also ja. Du. Okay. Ja. Ihr kommt hier in diesen Raum rein. Es ist so dunkel hier. Ihr seht eine weitere Kreatur. Oh nein! Eine riesige, sechsflügelige Fledermaus. Oh nein! Hier rumschweben, rumfliegen. Sie scheint euch zuerst gar nicht zu bemerken, da ihr so leise seid, bis dann Caitlin aus Versehen
voll in diese Konsole reinstolpert. Ich lüfte ziemlich mit. Verdammt, Caitlin! Und etwas fällt am Boden und ihr hört ein. Ja, nicht gut. Wir sind nochmal im Fight. Dämlicher Duck. Okay, ihr seht übrigens hier, gelb, nochmal einen Knopf. Neben diesem Knopf hängt das Poster für eine neue Hoffnung. Der Kreis ist geschlossen. Okay. Quiet hat eine kleine Träne im Auge. Da ihr dieses Mal alle bereit seid, bereit wart, fangen wir oben in der Initiative an. Hernando. Das Teil ist ja genug weit weg. Sehe ich irgendwas, was gefährlich aussieht, was noch mehr Schaden oder was explosiv ist um das Teil? Ja, hier hinten hat es noch so ein schönes Fass, das sehr ähnlich aussieht wie das, was du schon angeguckt hast. Oh, du armes Schätzchen und ihr drei. Ich nehme die drei, die ich jetzt so gerade gefunden habe. Okay, aber hast du sie nicht fallen gelassen? Nee, ich habe sie wieder aufgenommen. Oh, okay, alles klar. Werfe Granaten. Mhm. Und zwar, ich würde es gerne so werfen, dass es eigentlich das Fass trifft und das Vieh. Ja, okay. Nice. Was muss ich würfeln? Einfach nochmal. Würfel einen Angriff. Du versuchst es oft über den ganzen Raum zu werfen. Ja. Deshalb mach einen Angriff mit Nachteil. Achso, anstatt 3d6 einfach 2d6. Machen wir so. 4. Okay, die Granate prallt leider hier an der Konsole ab und explodiert. Hier, ohne Schaden anzurichten. Das Viech dreht sich direkt dorthin um, wo die Explosion war. Das ist bei mir. Zanna. Ja. Hab ich nicht nochmal einen? Oh, ja, stimmt. Ja, stimmt. Entschuldigung. Okay. 5. Oh, okay. Also du schießt eine zweite Granate. Diese trifft das Fass. Roll 1d3 Schaden. Oh. Als das Fass explodiert. Wie viel Schaden? 4 geworfen, also 2. Ja. Nice. Okay. Dos. Die Fledermaus schreit auf und flattert mit ihren Flügeln. Ja, richtig. Schrei. Gut, dann ist Zanna an der Reihe. Ich schieße zweimal. Okay. Trifft leider nicht. Ja. Trifft leider auch nicht. Verdammter Rauch. Die Nailgun trifft zweimal daneben. Nein, du kannst dich nicht mehr bewegen. Ja. Nee. Dann ist Wyatt an der Reihe. Here's Johnny. Okay, auch zwei Angriffe. Ja. Okay. 5, 5, 6. Das trifft. Ein Treffer. Kein Kritiker? Nein, kein Kritiker. Ja. 6, 4, 6. Trifft auch. Wow. Zwei Schüsse. Und dann kann ich nicht mehr wegrennen. Nein, du kannst nicht mehr wegrennen. Nein. Verdammt. Sehr gut. Caitlin, du bist an der Reihe. Ach, das ist so mühsam. Und dann schiebt sie sich an Wyatt vorbei mit ihrer Handtasche. Zana, kannst du nicht einfach den Generator anschalten, dann können wir wieder gehen. Und dann haut sie es mit der... Ist das hoch? Okay. Oh ja, es fliegt. Okay, dann nimmt sie von ihrem Rücken diesen scheißigen Sonnenschirm, diesen Strandschirm und beginnt hochzustechen. Okay. Ich mache eine Attacke. Ich bin eine Touristin. Eine 6. Das trifft. Und dann, sie hat sich schon bewegt, das heißt, sie kann nichts mehr. Okay, ja, nice. Okay, also du triffst mit dem Sonnenschirm so kann in die Bauchgegend der Fledermaus. Kann ich versuchen, mich so zu positionieren, dass Zana einen einfachen Weg bis zum Generator hätte? Du könntest dich hier positionieren. Nein, mehr, dass sie an mir, also dass das Viech nicht sie. Oder ich mache einfach. Kannst du hier in die Mitte gehen? Okay, du ja, ich steche von da. Okay. Einfach, dass das Viech auf mich konzentriert. Okay. Gut. Dann ist das Viech an der Reihe und es. Ich wirf es schnell aus, weil du hast geschossen, das war sehr laut. Du hast es geschlagen. Ja, ich sehe von unten jetzt gerade.
nicht. Es geht auf dich. Okay. Der erste Angriff verfehlt. Mhm. Und der zweite, der trifft. Okay, sie evadet. Sie schafft es nicht. Du nimmst hier 2 Schaden. Dieses Viech beißt dir richtig in die Schulter rein und reißt dir einen Teil deiner Schuppen ab dort. Und es schreit nochmal auf. Okay. Jetzt habe ich einfach mein Hemd, ist komplett kaputt. Unglaublich. Hernando, Wyatt und Sanna, macht mir einen Perception Check. Mit Vorteil? Dieser ist gehörbasiert, also du hättest keinen Vorteil. Eine 6. Okay. No. 3. 3. Okay. Auch 3. Hernando, du hörst von hinter dir, irgendwo hier hinten, Stimmen und Fußstapfen. Oh. Alarm! Scheiße. Ich höre Leute, Da kommen Leute! Oder so. Dinge mit Füßen. Okay, gut, Hernando, du bist an der Reihe. Mhm. Wie kaputt sieht das Flayed of the Viech aus? So etwa halb so stark, wie es am Anfang ausgesehen hat. Also die Explosion und die 2 Schüsse und alles, das haben dem schon ziemlich Schaden angemacht. Also. Ich ruf. Was? Kümmert euch um das Viech! Ich höre was von hinten, irgendwas kommt, ich bereite was vor. Ich gehe. Wie weit zurück kann ich? Willst du 2 Aktionen brauchen, um dich zu bewegen oder nur eine? Nur eine. Weil ich würde gerne eine. Etwa bis hier. Eine Stolperwalle einrichten. Okay. Und zwar. Der Generator sollte ganz bleiben, oder? Mhm. Nee, dann. Ich den Knopf wegsprechen, ich sollte nichts sagen. Da bei der Tür gibt's auch nichts Explosives, irgendwie ein Fass oder sowas. Da bei der. Bei dieser Tür? Ja, da habe ich nichts. Nein, nicht wirklich. Nicht gesehen, ja. Oder? Mach mal schnell einen Perception-Check. Okay. Ihr habt diesen Raum, glaube ich, vorher nicht untersucht, wirklich. Nicht so du gut. Siehst hier, als du durchläufst und nach Möglichkeiten für Fallen suchst, auf dieser Konsole hier liegt ein kleines Karteikärtchen, das auch wieder Neon leuchtet. Auf der Vorderseite siehst du einen Schlüssel und auf der Rückseite steht Star Wars Episoden 4, 5, 6. Sagt dir nicht viel. Okay. Du merkst, dass das 456 in römischer Schrift geschrieben ist. Mhm. Mach schnell einen Intelligenz-Check. Also einfach einen normalen Check. 5. Okay, 5 und 1. Du erkennst das, da das, also das 456 sind dieselben, ist gleich geschrieben wie bei diesen komischen Plakaten, die überall herumhängen. Mhm. Mhm. Yes. du hast noch eine Aktion, was möchtest du? Ja, ich würde eine. Ich würde irgendwie eine Sprengfalle einrichten wollen, aber wahrscheinlich nicht so weit vorne, sondern näher an der, ja genau, an dieser Tür, aber so ein bisschen vor der Tür. Okay, ich sage aber, du bist hier hingelaufen, hast das Teil gefunden und dann hast du gemerkt, hier kann ich nichts machen, du läufst wieder zurück. Zu gefährlich. Nächste Runde dann. Okay. Zanna ist an der Reihe. Ja, ich laufe zum Generator und repariere diesen. Okay, du wenn versuchst ich das ihn kann. Anzuwerfen, ja. Ja, muss ich. Ja, ein Test mit Vorteil. Eine 6. Und der zweite Generator läuft. Eine Aktion nehme ich an. Ja, das ist deine Aktion. Und das laufen wir auch eine. Das laufen wir auch eine. Das heißt, dein Zug ist vorbei. Dann ist Wyatt an der Reihe. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Und dann lächle ich leicht. Schieß einmal auf die Fledermaus. It's Horn himself. Ich schieß einmal auf den Batman. 651. Das trifft. Und weil ich nicht weiter angegriffen werden will, laufe ich dann so auf Zehenspitzen in die andere Ecke des Raumes. Hier rüber? Genau, ja. Okay. Und ich schaue auch kurz nach Hernando. Du siehst mich da irgendwie an meinen Granaten rum.
Wie mache ich das jetzt? Oh, ich habe keine Schnur. Gut. Ist ja auch Abstand zu ihm. Sanna, du bist dabei. Nein, das stimmt nicht. Wyatt war gerade. Caitlin, Entschuldigung. Ich sollte noch etwas sagen. Was willst du denn noch sagen? Knopfdrücker, drück den Knopf! Ja, Caitlin würde, glaube ich, einfach weiter in dieser Bad Person verhauen. Mit dem, mit dem Schirm. Und dabei es anschimpfen. So. Du elendes, ekelhaftes Viech! Es antwortet, sagt er. Das kriegt ein Speer. Okay, ja, nice, ein Schaden. Nochmal. Nice, also zwei große Stecher. So, du triffst bei den linken Flügeln hier schön rein und die zwei unteren linken Flügel sind jetzt so komplett kaputt. Slattert. Nice. Gut. Yeah. Dann ist das Monster an der Reihe. Und es greift dich an. Oh. Weil es hört sich zwar den, ach, den Generator. Okay, erstmal eine Attacke auf dich, die treffen würde. Mach away. Nein, trifft, du nimmst zwei Schaden. Dann hört sie den Generator von hinten. Und mit Echolokation kann die Fledermaus dich locaten. Das würde auch treffen. Das, ja. Okay, das trifft, dann nimmst du auch zwei Schaden. Zwei. Zwei. Uiuiui. Der Biss ist stark in this one. Okay. Okay, gut. Los. Die Gruppe ist an der Reihe, aber die seht ihr hier alle nicht. Die bewegen sich. Untersuchen die Sache. Hernando, du hörst. Ja, du hörst die Stimme von Frank T-Bone, diesem muskulösen mexikanischen Mann, der Große, der dich angefickt hat und gesagt hat, dein Jerky schmeckt nach Kotze. Ah. Du hörst, was zur Hölle ist denn das hier? Das ekliges Teil hier unten. Das riecht ja fast so schlimm wie das Jerky von dem anderen Dude. Und du hörst auch ein... Oh nein. Lass es einfach liegen. Oh nein. Und ja, das ist Mui, glaube ich. Der bewegt sich so auf vier Beinen. Bin ich immer noch der Einzige, der das hört? Oder der aware ist of the Gefahr? Ja. Also du hast die anderen ein bisschen gewarnt, ja, aber... Ja, ja. Genau. Ja, du darfst, mach auch einen Perception Check. Ja. Mit Vorteil. Nein, es ist hören. Verdammt. Ja, es ist immer noch hören. 5-3. Ja, okay, du hörst auch, du hörst vor allem das von Mui Klack. Okay, gut. Hernando, du bist an der Reihe. Du hast diese Karte, aus der dir die nicht viel sagt. Und er steht gerade neben dir und du weißt, er kommt raus mit diesen Sachen. Hey, schau mal. Da. Keine Ahnung, was das ist. Diese kleine Karteikarte, auf der Vorderseite wieder ein grüner Schlüssel aus Neon. Auf der Rückseite steht Star Wars Episoden 4, 5, 6. Das habe ich gerade gefunden. Weiß ich, was es ist. Du hast mir vorhin davon erzählt. Ich muss jetzt hier verminen, weil da kommen Leute. Tu das, ja, tu das. Töte sie alle. Und welchen Knopf? Ich soll einen Knopf drücken. Du hättest hier vorher diesen Knopf gesehen. Okay, zu spät. Nein! Okay, du baust dein Ding. Ich baue zwar, ich vermine halt. Also so C4, so Sprengladungen? Nee, so eine Granate mit Schnur. Okay. Und wenn jemand durchläuft, dann wird der Pin gezogen und ach, so eine, okay. Also zwei Stück. Aber. Mach mal einen Test, gibt dir Vorteil, weil es erstens crazy ist und zweitens du dich auskennst mit Sprengladungen und Sachen. So eine 6 und eine 5. Okay. Ja, du succeedest. Du machst hier in der Tür ein. Gehst du nachher auf diese Seite? Ja. Das steht so. Und kann ich nachher den Knopf trotzdem noch drücken? Ich erlaube es. Oh. Du drückst den Knopf. Zack. Nichts passiert. Zack, zack. Nein, die Tür geht nicht auf. Jo, gut. Das ist dein Zug. Zander, du bist an der Reihe. Ich schrei da noch. Achtung, hier ist Sprengladung. Also dieses Viech sieht auch ziemlich schlecht aus. Habe ich gesehen, dass es er den Knopf drückt und nichts passiert? Ich würde sagen, du bist ein bisschen zu beschäftigt mit der riesigen Fledermaus mit 6 Flügeln, die so in dich reinbeißt im Moment.
Ah, die ist noch am mich reinbeißen. Ja, dann hau ich die mal mit meinem Baseballschläger mitten in die Fresse. Okay, hau ihm in die Fresse rein. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Immer mitten in die Fresse rein. Mal. Oh, eine 5. Okay, ein Treffer. Das Teil schreit nochmal auf. In Schmerzen. Aber ist noch nicht ganz tot. Ach, stirb, du hässliches Vieh. Dann ist Wyatt an der Reihe. Okay, ich ruf mal. Tana, brauchst du einen Code? Ja. 456. Das ist kein Code, das ist eine Zahlenreihenfolge. Code für was? Was für ein Code? Woher hast du den überhaupt? Ich lauf zu ihr rüber als Aktion. Okay. Das ist einfach zu blöd, oder? Ja, die Fledermaus ist im Weg, ne? Ja. Ich häng so an der Fledermaus. Was willst du? Kann ich einmal auf die Fledermaus knallen? Ja, versuch es. Ist die Fledermaus noch sehr stabil? Nein, sie sieht schon sehr geschwächt aus. Dann knall ich auf die Fledermaus. Okay, du knallst auf sie. 5, 6, 6. Wow, wow. Wie willst du es tun? Okay. One-Liner auswählen. Ich schieße der Fledermaus in den Kopf. Mhm. Und ich sage, Nighty Night Batman. Geil. Ich gebe hier die Schlüsselkarte, wenn ich das noch darf. Als okay, Teil. Ja. Du siehst jetzt auch diese Karte mit dem Schlüssel drauf und hinten Star Wars Episode 4. 456. Woher habt ihr das? Woher habt ihr das? Was soll ich damit? Gefunden! Wo gefunden? Im anderen Raum! Was spielt das für eine Rolle? Alter, denk ich. Es kommen Leute! Ja, und die Tür geht nicht auf. Oh, sehe ich diese. Diese was? Konsolen hier, diese, da, diese. Ja, dort hat es Konsolen, ja. Schnell. Ich untersuche die Konsolen. Ja, untersuch die Konsolen. Sehr schön. Ich habe eine 6. Du untersuchst diese Konsolen, sie haben alle keinen Strom. Nein, verdammte Scheiße! Ah, das ist nicht der Weg hier raus. Ja, dann. Hm. Wo genau hast du das gefunden? Im anderen Raum. Wo kann ich versuchen, den Knopf abzunehmen und dich rewiring? Ja, das kannst du auch versuchen. Hab ich gute aber Chancen? Nein. Du denkst, der Knopf, der sollte schon funktionieren. Ja. Also er leuchtet auch so leicht, so LED-mäßig. Ja. Also, aber es scheint nicht der Fehler am Knopfmechanismus selbst zu sein, sondern einfach das. Dieser Knopf nicht reicht, um die Tür zu öffnen. Caitlin. Ja. Caitlin, du bist in einem sehr guten Zustand. Richtig? Nein. Verdammt. Ich nehme wie meine, die, also sie ist schon nicht im Sterben. Sie sieht noch okay aus, sie fühlt aber du sich bist nicht betrunken. Okay. Ich bin nicht betrunken. Ihr hört, oh fuck, war schon eine andere Gruppe hier, ey. Was soll das? Kann ich in die Richtung von diesen Leuten gehen, ohne den Pin auszulösen? Ja, du weißt, wo er ist. Ja. Lass dich doch in die Falle laufen. Ja, ich sorg dafür. Ich verschaffe uns ein bisschen Zeit. Findet raus, wie man die Tür öffnet. Na gut. Aber, also, ich meine... Das Codewort nicht, nein. Mach du einen Geschichtscheck. Also einfach ein Test, sei es echt. Hättest du mir gesagt, wo genau die Konsole 1. war? Okay, gut. Du hast 3 Knöpfe, wo überall ein Poster dieser Filme nebendran ist. Alle drücken. Alle gleichzeitig. Oder der Reihe du weißt nach. Der Reihe nach. Wir müssen sie der Reihe nach drücken. Okay. Nochmal, um zu rekapitulieren. Du weißt, Episode 4, eine neue Hoffnung, ist hier. Episode 5, das Imperium schlägt zurück, ist hier beim schwarzen Knopf. Ja. Und Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, ist hier beim roten. Okay. Jetzt, wir setzen, ich drücke Knopf 6. Ernesto, drücke Knopf 5. Ich heiße Anando, aber ja. Ja, was auch immer. Und du drückst als erstes den Knopf 4. Drück ihn jetzt. Und ich laufe in die Richtung der anderen. Und jetzt fasse ich mein ganzes schauspielerisches Talent zusammen, das ich habe. Okay. Und laufe mit absoluter Konfidenz einfach auf sie zu. Ganz locker. Okay, du siehst dort. Ich stecke die Kanone ein. 2 Leute. Du siehst Isabel Gutierrez in ihrer vollen schwarzen Rüstung mit den grünen Wehen auf ihrem Schild. Und einen, den du auch schon
Backstage gesehen hast. Du weißt, das ist Pocket Pat. Er hat mexikanische Züge, schwarze Haare, fette Augenbrauen, ein Goatee, einige Zähne fehlen und die andere Hälfte ist gelb. Er trägt eine Militärweste mit 1000 kleinen Taschen und im Hals trägt er eine Gasmaske und auf der Stirn eine Schweißerbrille. Seine Gesichtsbemalung ist in Pink und Grün. Er hat eine Machete draußen. Ah, so actually dieser Dude, Entschuldigung. Eine Machete in der Hand. Und über da hat drüber hat er noch so eine sie. Und die beiden gucken dich an, als du so rausläufst. Welche beiden? Pocket Pat und ja. Isabelle. Ich sag, ah, Pat, Isabelle. Eine Weile her, wie geht's? Pat sagt, was zur Hölle willst du? Habt ihr also das Licht noch nicht angeschaltet, ne? Oh. Komm, Isabel, das ist unsere Chance. Oh, 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 oh. Nicht zu schnell bewegen jetzt. Ihr wollt mich nicht wütend machen. Mein Herz. Weißt du, wir haben Angst? Vor einem Centurio? Ihr seid doch alles nur Legenden. Oder, Isabel? Isabel steht so nebendran und du merkst, sie ist zögerlicher. Sie scheint wirklich Respekt zu haben vor dir. Ja, die Zigarette brennt ein bisschen. Ja. Ich schaue einfach. Okay. Ich sage nichts, ich schaue nur. Was macht ihr in der Zwischenzeit? Ich wäre dir hinter nachgeschlichen und wäre schon freudig mit grinsendem Blick mit zwei Granaten in der Hand hinter dir. Flüstert ihr zu, komm schon, Wyatt, wir müssen sie erledigen. Was soll die Scheißfaust? Was macht ihr hier im Kontrollraum? Ich heile mich ich versuche mich zu heilen um einen Punkt. Mhm. Nein, um zwei Punkte. Punkte. Yes, ja. Ich heile mich um zwei Punkte. Also ich werde Caitlin heilen. Wird das noch Zeit? Ich versuche. Okay. Entschuldigung. Aber es hat funktioniert. Also sie hat wie so ihre die Schuppe, die Fledermaus abgerissen hat, wieder rausgenommen, damit du High Slime drauf tun kannst. Zack, wieder dran. Ja. Okay. Schon praktisch. Ihr heilt beide um zwei Lebenspunkte. Yes. Pat ruft dann hinter sich: Hey, Muyklak, Frank, wir haben Besuch. Oh, ihr habt Muyklak mit euch. Hören wir das auch? Ja, das hört ihr auch. Also ich wäre hinter dem Generator. Ich würde sicher gehen, dass sie mich nicht sehen. Ach so, okay. Ja. Okay. Wollen wir ihnen eine Überraschung bereiten? Hm. Wie? Erst rauskommen, wenn sie Whitey? Whitney? Whitney. Ja, ich weiß schon, der kluge Junge. Der Sprücheklopfer, ja. Nicht der Knopfdrücker. Nicht der Knopfdrücker. Dann erst wirst du rauskommen, wenn die tot sind? Nein, erst wenn sie wir angegriffen werden. Wir haben nicht super viel Zeit, um das Ganze zu besprechen. Ne? Also die Zeit brennt. Ich würde mich da an den Ecken von... Ja, ja doch, genau. Okay. Aber so, dass ich rausschießen kann. Da hat immer noch eine Sprengladung in der Tür. Ne? Ja, aber das wissen wir, oder? Das wisst ihr, ja. Hab ich gesagt. Gut. Mittlerweile kommt auch Muyklak. Mm. Kann ich noch, bevor er kommt, was sagen zu ihnen? Okay. Ich sage nur... Oh, ihr solltet vorsichtig sein mit diesem Jungen. Man kann ihm nicht vertrauen. Er hat mich beim Rally ziemlich übel verraten und ist mir den Rücken gefallen. Ich habe das Rally geguckt, mein Junge. Habt ihr nicht gehört, was wir miteinander geredet haben? Ja, das stimmt. Aber ich hab die Rally geguckt. Ich glaube nicht, dass er dich einmal angegriffen hat. Du ihn aber schon. Gegen Ende, ja, nachdem er meine Mutter beleidigt hat. Hm. Du, wir haben größere Probleme wie Muyklak. Das ist richtig. Ihr habt ganz klar das Licht noch nicht angezündet. Ne? Habt ihr zufällig Feuer? Ihr habt eine Chance, noch hier abzuhauen und uns das Ganze zu überlassen, oder das wird blutig werden. Ich sollte eh aufhören. Zerdrück die Zigarette mit dem Schuh. Sage. Okay, Gegenangebot. Ich gebe euch eine Minute, um mir aus den Augen zu gehen, oder ich knall euch alle auf einen nach dem anderen.
Ich mache einen Intimidation. Ich sage nicht eine Minute, ich sage 10 Sekunden. Okay. Intimidation? Ja. Ich bin charismatisch? Ja, du hast Vorteil. Mhm. Yes, sorry. Nein, aber die anderen kommen langsam. Nein. Die 1-1. Ha. Du redest doch nur groß. 1. Ich muss weitermachen. Mui Klack kommt ja auch. Also ihr wartet einfach. Ich würde jetzt, das mir zu... Sie, Caitlin hat ein großes Konzentrationsproblem und läuft jetzt doch da raus. Okay. Wohin? Also, da wirst du gesehen werden? Ja, okay. Siehst du. Oh! Ah, noch eine! Gäste! Und hinter allen steht hier Frank T-Bone, der recht große Mann mit einem Vorschlaghammer in der Hand. Mui Klack kriecht so über den Schleim. 2. Okay. Pat spricht. Gut, also. Verpisst euch. Oder wir machen euch fertig. Ist jemand von... Fair, oder? Von denen vielleicht mit meinem Plan irgendwie in einem Handelskonto? Nicht wirklich, aber okay. Ihr beiden dürft schnell einen Perception-Check machen, für mich Vorteil. 6. Okay. Caitlin, du siehst, die sind auch nicht mehr taufrisch, also die wurden definitiv auch schon angegriffen. Kleider sind zerfetzt, gewisse wurden... Wunden wurden geheilt und so. Ja, also, die hatten keinen Heißleim. Ja. Also die sehen auch nicht mehr super fresh aus und sind vielleicht auch nicht mehr unbedingt auf einen Fight aus. Ich habe einen Deal für euch, wenn ihr euch verzieht. Hm. Ich habe noch ein paar Dosen Pyro, die ihr mitnehmen könnt, wenn ihr einfach rausspaziert. Wenn wir hier gewinnen. Gewinnen wir 1000 Gallonen. Wenn ihr nicht gewinnt, dann sterbt ihr jetzt hier. Oder hier. Gut. Dann nimmt sie ihre Handtasche. Okay. 7. Pat guckt zu Isabel. Wir rennen nachher nach hinten. 8. Isabel nickt ihm nur zu. Pat zieht seine Machete und rennt mit einem Geschrei auf euch zu. Okay. Und hier beenden wir diese Folge. Leute. Ah, das war mal ein Fight, der aber noch nicht fertig ist. Ja, aber ihr wisst, wie ihr das Ganze schneller fertig machen könnt, ne? Ihr habt nämlich auch gehört, dass wenn ein Licht angezündet wird von einer Gruppe, ist diese Gruppe done, so finito. So dann kann sie nicht mehr angegriffen werden. Ja, das wusste ich, aber wir konnten ja nicht einfach vorbeispazieren. Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob ich soll kapitulieren und sagen, okay, ich gehe. Und dann einfach hinten durchlaufen und den Knopf drücken. Kannst vielleicht immer noch versuchen. Also, oder im Fight vorbeizurennen. Deswegen habe ich dir gesagt, aber das werden wir das nächste Mal erfahren. Wer weiß. Bis dann. Tschüss.